Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Ghost of a Tale. Ich habe eben schon mal kurz versucht, es aufzunehmen, aber irgendwie hat OBS den Screen nicht gekriegt. Deswegen steht hier nochmal fortfahren. Wir werden aber natürlich auf neues Spiel starten gehen. Das Spiel habe ich kürzlich auf Steam entdeckt und dachte mir, das klingt sehr interessant, sieht sehr nett aus. Schauen wir doch einfach mal rein und spielen es zusammen. Am Anfang war die grüne Flamme, alles allmächtig verzehrend, was ihr in den Weg trat, Tolkien. Die Wesen der Welt fielen, doch fanden nicht die letzten Städte. Nur um als Marionetten des smaragdgrünen Feuers ins Leben zurückzukehren. Einzig die Ratten waren standhaft und kämpften, bis die grüne Flamme auf Persklav endgültig erlosch. So, automatischer Speicherpunkt erstellt. Okay, rote Rose. Du standest vor dem Baron, deine Frau Mera an deiner Seite. Er trug dir auf, ein Lied zu spielen. Der vergiftete Kelch. Da wusstest du, er wollte sich nicht amüsieren, sondern dich vielmehr auf die Probe stellen. Und du spieltest. Aber Mera schwieg und ihr Blick war voller Missachtung. Der Baron ging auf sie zu, um sie zu schlagen. Du schriest und sprangst dazwischen. Dann war da nur noch Dunkelheit. Wie viele Tage sind seitdem vergangen? Tief in deinem Herzen weißt du, dass sie noch am Leben ist. Und eines Tages wirst du sie wiederfinden. Bis dahin hast du nur diese Blumen, diese Erinnerungen an sie und eine Frage, die in deinem Herzen brennt. Warum? Deine Gesundheit ist schlecht. Drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen und etwas zu essen. Okay. Hier findest du außerdem Infos zur Mission und zur Hintergrundgeschichte. Okay, Ohrenkopf. Dop, dop, dop. Kleidung, Nahrung. Nahrung ist wichtig. Ah, wir haben schon gegessen. Okay. Wie sieht das aus? Resistenzen, Tempo beim Rennen, Fallen, Gift, Feuer. Wie ist denn mein... Keine Einträge. Inventar. Fähigkeiten. Wir sind auf Stufe 1. Blumen für Mera. Sammle Rosen. 17 Stück müssen wir sammeln. Okay. Oberkörperteile. Das haben wir alles an. Sehe ich denn, ob ich Hunger habe? Ach da, okay. Gut, da oben sehen wir das. Essen, trinken, untersuchen, neuer Gegenstand. Okay. Es ist leer. Nachttopf, nichts drin. Ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, wir sind, wie ihr seht, eine kleine Ratte. Und müssen unsere Frau Mera suchen. Das Gitter ist in den Stein einzementiert und kann nicht geöffnet werden. Eine mysteriöse Nachricht. Finde mich, verwische deine Spuren und bewege dich unbemerkt. S. Okay, da ist also jemand auf unserer Seite. Pilze, nehmen wir mit. Kann ich da... Oh, ich kann hochklettern. Sehr schön. Rote Rosen. Da haben wir noch mal eine. Die Gitterstäbe sind kalt und lassen sich keinen Millimeter bewegen. Ja, wir sehen süß aus, oder? Finde ich.
Ja, einmal am Bobbes kratzen. Oh, was haben wir denn da? Nichts, was wir machen könnten. Okay. Wir können aber gerade mal Ereignisse, Charaktere, Hinweise, Orte, Gegenstände, Gruppen, Diverses. Da haben wir nichts. Das kann ich untersuchen. Spottkappenpilze können von Mäusen ohne weiteres gegessen werden. Bei anderen Geschöpfen können sie jedoch starke hysterische Reaktionen hervorrufen. Bettlerbrote wird aus Kartoffeln und Kreide gemacht. Es füllt den Magen, hat aber so gut wie keinen Nährwert. Die Überreste von einem sauren Apfel. Braun angelaufen, aber noch essbar, wenn du über die Bissspuren hinwegsehen kannst. Ja, ich glaube, das können wir. Schlüssel haben wir einen, ja, zwei Rosen. Deine geliebte Laute. Das Herzstück deiner Kunst sind eins deiner wertvollsten Besitztümer. Sie wurde vom Meister deines Meisters aus Treibholz geschnitzt, das vom Ufer des Veliersees stammte. Die Figur deines Sohnes Brien im Nestlingsalter. Okay. Bücher. Da haben wir die Nachricht. Dein Liederbuch, das du in deinen Jahren als reisender Barde zusammengestellt hast. Okay. Kostümbuch. Das Gewand eines Barden. Genau, das war die Nachricht. Ein Buch mit gepressten Blüten. Ach so, okay, das sind die Seiten. Ah, das letzte Dorf lag 2 Tage hinter euch und du spürtest, Meister Levin würde es nicht mehr bis dahin schaffen. Also bettest du ihn in den Handkarren und eiltest weiter. Ein junger Bartener Lehrling, allein in einem Königreich, das du bisher nur aus den Liedern kanntest. Weiter ging es in Richtung der Hügel, über zerfurchte Straßen, durch Furten, immer weiter, bis der Weg steil und rutschig wurde, bedeckt mit Moos, nass vom Regen. Und dort, hinter dem Hügel, zwischen farbenprächtigen Feldern voller Blumen, lag ein Dorf, Hameln, eine Insel in einem Meer aus Gold. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wahrscheinlich rauskommen. Gehe aus dem Verlies. Wir haben Kerzen. Feuereisen, okay. Da hängt noch eine. Zellenliste. Thilo, Bade, Akte der Aufwiegelung. Okay. Können wir die Mütze. Kleidung. Eine einfache Kapuze aus Sackleinen, wie sie jungen Mäusen auf der Straße nach Perser tragen. Können wir mal aufsetzen? Machen wir lieber die. Sieht schicker aus. So. Wir brauchen den Schlüssel zur Tür. Eine Wache hat dich bemerkt. Schnell geh zur Truhe und halte rechte Maustaste und linke, um dich zu verstecken. Vergiss nicht, es gibt viele unterschiedliche Verstecke. Das ist eindeutig eine Ratte. Okay, wir sind eine Maus, ja. Einmal Käfer. Auf allen Vieren kannst du richtig schnell rennen. Halte Left Shift gedrückt, um zu rennen. Nehmen wir den Apfel noch mit. Kann ich mit dir reden? Nee. Nochmal eine Truhe. Die ist leer. Okay. Getreide.
Ach so, ich konnte nur einmal von dem Getreide nehmen. Ich dachte, es wäre ein zweites Mal gegangen. Stock. Ein robuster Zweig, wunderbar zum Werfen geeignet. Zerbricht mit einem lauten Knack, kann für Ablenkungsmanöver verwendet werden oder um einen hochgelagerten Gegenstand herunterzuholen. Drücke E, um etwas zu werfen. Okay. Türhebel. Hi. Alter Froschpirat. Da war doch gerade. Nehmen wir nochmal einen Käfer. Bei allen flutschigen Flundern. Was glaubst du, was das werden soll, Kleiner? Trampelst dir einfach so ungefragt in meine Zettel. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Denn ich habe selbst keinen Schimmer. Du kennst deinen eigenen Namen nicht? Nein, warte. Kerold Rotbart, das war's. Kerold Rotbart, der ehemalige Steuermann der Seehexe unter dem Kommando von Captain Otto Pulverfass. Ah, Captain Otto Pulverfass, ein korpulentes Fass von einer Ratte und berüchtigt für eine kurze Lunte, war der Captain der Galeone Seehexe und terrorisierte über ein Dutzend Jahre lang die Handelsschiffe, die zwischen den fünf großen Häfen des Velia-Sees Waren transportierten. Der Mythos besagte, dass er vor jeder Schlacht seinen Schwanz mit Wachs bestreichte und anzündet, was ihm letztendlich seinen Namen einbrachte. Kapitän Pulverfass ist berüchtigt für seine Verbrechen und berühmt durch seinen schicken Steckbrief, den er selbst hat drucken und aufhängen lassen, um seinen Ruf zu bekräftigen. Der Kapitän wurde schließlich gefangen, als sein Schiff an der Ostküste des Velia-Sees auf Grund lief und als Wrack endete. Ganz in der Nähe von Burg die Ruin. Warum genau die Seehexe Leck schlug, wird vermutlich für immer ein Geheimnis bleiben. Denn nachdem sich die Tore von Burg der Ruin hinter dem Kapitän geschlossen hatten, hat man nie wieder von ihm gehört. Bist du gekommen, um mich auszurauben, du kleines Spitzgesicht? Natürlich nicht. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht ausstehen kann. Stinkende Mäuse und stinkende Lügen. Was muss ich machen, damit du dein Aroma aus der Zelle verfrachtest? Hast du mir geholfen, aus meiner Zelle zu fliehen? Sieh dir meine Ketten an, Kleiner. Was sagt dir das? Sieht das so aus, als könnte ich dir helfen zu fliehen? Schätze eher nicht. Ei. Und ich würde es auch nicht, selbst wenn ich könnte. Ich brauche deine Hilfe. Bist du dir sicher? Und was springt für mich dabei raus? Vielleicht könnte ich den Schlüssel für deine Ketten finden. Und dich befreien. Mich befreien? Warum sollte ich denn frei sein wollen? Freiheit ist überhaupt erst der Grund, warum ich hier bin. Also, das und der ganze Piratenkram. Nein, ich habe alles, was ich brauche. Genau hier. Schön muffige Luft, zahlreiche Fliegen zum Essen und ich habe meinen eigenen Stuhl. Es gibt da nur eine Sache. Am Ende des Ganges, die schlafende Wache. Geh hin und erwürge sie für mich. Warum? Weil er mich einen Piraten genannt hat. Aber bist du denn kein Pirat? Ei, und sehr stolz darauf. Aber wie er es gesagt hat, als wäre es ein Verbrechen, ein Pirat zu sein. Aber ist es denn kein Verbrechen? Ei, das ist es, und ich schäme mich kein Stück dafür. Aber warum willst du ihn dann umbringen? Weil er mich einen Piraten genannt hat. Wir drehen uns gerade im Kreis. Genau. Dann machst du es also für mich? Ich bin kein Mörder. Na dann, warum stiehlst du dann nicht eine Flasche von seinem Fusel für mich und ich schau mal, ob ich dir helfen kann? Fusel. Ein Alkohol, der aus fauligem Oleanderholz gemacht. Ah, okay. Schließen. Okay. Dann gehen wir mal Fusel stehlen. Ach so, das ist der Türhebel. Das war unsere Zelle.
Was haben wir hier noch? Becken. Käfer. Pilze. Die nehmen wir natürlich mit. Wir bräuchten den Generalschlüssel, okay. Du kannst dich schleichen. Wenn du dich leiser fortbewegen willst, halte die rechte Maustaste gedrückt, um zu schleichen. Da war doch gerade noch ein Käfer. Guck mal, die. Tritt behutsam aus, versuche die Wache nicht zu wecken. Man kann dich hören. Bewege dich langsam, um weniger Lärm zu machen. Man kann dich sehen. Gehe schnell aus dem Sichtfeld. Der schläft. Kann ich die Flasche klauen? Eine leere Weinflasche, robust genug, um eine helmlose Wache ins Reich der Träume zu schicken. Vorausgesetzt, du zielst gut. Wir brauchen aber eine volle. Müssen langsam gehen. Ah, das ist die Flasche mit Fusel. Banner. Dafür brauchen wir einen Kerzenhalter. Ach so, damit könnten wir das anzünden, okay. Da ist noch ein Apfel und Pilze, die will ich auch noch. Und was Brot, oder? Ne, das ist Stein. Was haben wir denn da noch? Ein Käfer? Ah. Da können wir uns also mit hinstellen, okay. Kerzenhalter, Becken ist leer. Pilze. Kann mal gucken, wie sieht das aus. Müssen wir was essen? Ach, die Käfer kann man auch essen. Dieser Käfer wird immer äußerst köstlich, okay. Getreide, eine Handvoll Weizen. Mäuse messen Getreide in Säcken und rackern. Ein Racker ist eine Menge an Getreide, die eine Maus in ihre Backen stopft und damit 200 Meter... Okay. Machen wir erstmal die eine Aufgabe, glaube ich. Haben wir ihn geweckt versehentlich? Gut. F8, speichern wir. Nochmal Getreide. Hatte ich eben gar nicht gesehen. Ach, da geht's auch nochmal abwärts, okay. Duckmäuserisch. Was bedeutet dieses Wort? Es heißt nicht besonders mutig, glaube ich. Aha, in dem Fall. Was hast du hier in meine Zelle verloren, du duckmäuserischer kleiner Haifischköder? Hier, die Flasche, die du haben wolltest. Das war seine letzte. Gut, steck mir den Flaschenhals zwischen die Lippen. Jedes Mal, wenn das Spitzgesicht sich besoffen hat, musste ich sein verdammtes Geschnarche aushalten. Ach so. Das hat endlich ein Ende. Ich habe getan, wonach du gefragt hast. Wirst du mir jetzt helfen? Ich habe dir mein Piraten-Ehrenwort gegeben. Aber ich kann wohl mal eine Ausnahme machen.
Ich werde einige deine Fragen beantworten. Was willst du von mir? Was ist das für ein Verlies? Wir sind in der Burg Deruin am Ufer des Velia-Sees. Gewöhn dich mal lieber schnell dran. Ich suche Mera. Mit einer Kapuze, ja. Es ist schon knifflig, euch Mäuse zu unterscheiden mit euren Ohren und Schwänzen und den albernen Hüten. Die sind nicht albern. Na schön, dann lasse ich dich noch zwei Fragen stellen. Wie lange bist du schon hier? Mindestens 10 Tage? Ah, okay, wie lange er schon da ist. Du hast noch eine Frage, Maus. Überleg sie dir lieber gut. Sprichst du mäusisch? Nur ein paar Schimpfwörter. Sind wir quitt? Ich sollte jetzt gehen. Tschüss. So, hoppla. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, wir brauchen... Oh, Pilze. Ich vermute, auch hier brauchen wir den Zentralschlüssel. Kanalisationsschlüssel. Ah, okay, da müssen wir also raus. Okay. Ja, ich verstecke mich jetzt aber einmal hier in der Truhe. Und sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und werde jetzt speichern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein. Ja, wollen wir dann, denke ich, versuchen, aus dem Verlies zu fliehen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.